Jena! Jetzt füllen wir uns erstmal ein bisschen durch. Braucht eigentlich gar nicht, aber egal. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon Center. Das Gebäude mit dem blauen Dachdruck ist der Pokémon Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Lukas, du fängst gerade als Trainer an, daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber du solltest dich nicht stören. Also das sollte dich. So, hey Leute, was geht? Hier ist euer Mario Zucker 11 mit Let's Play Pokémon Bloody Bloody Part 3. Im letzten Part haben wir ja angefangen und haben unser allererstes Pokémon Panflam erhalten. Und die Musik leckt immer noch, aber ist ja nicht so schlimm. Ach, du bist es ja. Jetzt komm mal mit. Der Professor wartet. Also, die Musik ruckelt, aber das ist nicht so schlimm. Das ist es. Das ist unser Pokémon-Labor. Wir gehen einfach durch diese Tür und. Bums. So. Was zum? Oh, du bist das, Lukas. Dieser alte Mann, er ist gar nicht unheimlich, aber er steht voll neben den Schuhen. Ach, was soll's, Lukas? Ich mache mich zum Acker. Bis dann. Ja, tschüss, Abend noch. So. Wow, was war das denn? Du hast aber einen ungeduldigen Freund. Nun, wie dem auch sei, wir gehen hinein. Oder gehen wir hinein? So, hat uns viele Pokémon dabei. So, hier ist Professor Eibe. Na, wen haben wir denn da? Ist Lukas, nicht wahr? Schauen wir uns doch einmal dein Pokémon an. Verstehe, ja. Dieses Pokémon scheint ziemlich glücklich mit dir zu sein. Es war also kein Fehler, Panflam in deine Opu zu geben. Würdest du ihm denn gerne einen Spitznamen geben, Junge? Also, als ich euch dabei ertappte, ihr beide ohne Pokémon ins hohe Gras gehen wollte, war ich schockiert, dass Kinder immer so unbestimmt sind. Aber du hattest mich schnell umgestellt. So schnell entstand die Verbindung zwischen dir und einem Pokémon. Es erfüllt mich stolz, auf dich getroffen zu sein. Und sicherlich geht es Panflam nicht anders. Deswegen möchte ich dich bitten, immer gut um Panflam zu kümmern. Es macht mich froh zu sehen, wie freundlich du zu deinem Pokémon bist. Wenn du das nicht wärst, müsste ich... Oh, ich kann dich gar nicht aussprechen. Kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Ich möchte, dass du etwas für mich tust. Zunächst einmal möchte ich mich noch einmal vorstellen. Wie du weißt, lautet mein Name Eibe. Ich spiele Pokémon. Als erstes möchte ich genau wissen, welche Arten von Pokémon in Sinnoh leben. Um das herauszufinden, muss man mit Hilfe des Pokédex Daten sammeln. Und hier kommst du ins Spiel. Ich möchte dir diesen Pokédex geben. Kannst du damit Daten über die Pokémon in Sinnoh von mir sammeln? Klar. Gut geantwortet. Lukas hat den Pokédex erhalten. Yay! Dieser Pokédex ist ein Hightech-Gerät. Er speichert automatisch Daten aller Pokémon-Arten, auf die du triffst. Lukas, ich würde dich bitten, überall hinzugehen und alle Arten von Pokémon dieser Region zu finden. Ich habe auch einen. Als du zusammen mit deinem Pokémon über Route 201 gegangen bist, wie hast du dich da gefühlt? Ich bin bereits 60 Jahre alt und ich bin immer noch ganz aufgeregt, wenn ich in der Nähe von Pokémon bin. Du musst wissen, es gibt unzählige Pokémon auf dieser Welt. Und das bedeutet auch, dass dich an unzähligen Orten Nervenkitzel erwartet. Und nun geh, Lukas, dein großes Abenteuer beginnt. Mein erstes Pokémon war Schillast. Hättest du dich auf Route 1-201 für Schillast entschieden, hätten wir jetzt das gleiche Pokémon. Ich meine, deine Wahl war schon okay. Ich bin übrigens Lucia. Ich helfe dem Pokémon bei der Entstellung des Pokédex. Wir beide, du und ich, sind uns so ähnlich. Ich bin nur ein paar Schritte voraus, das ist alles. Ich freue mich schon. Dir das ein oder andere zu erklären. Es freut mich wirklich, dich kennenzulernen, Lukas. Ja, tschüss. Draußen, glaube ich, zeigt dir zu was. Tschüss. Boah, Junge. Lukas! Was? Ich habe hier ein praktisches Item, du solltest es mitnehmen. Okay, das ist eine technische Maschine. Sie enthält die Attacke Rückkehr. Die Verwendung einer technischen Maschine oder TM
bringt einem Pokémon sofort eine Attacke bei. Bedenke aber, dass eine technische Maschine nur einmal verwendet werden kann. Die Attacke Rückkehr gewinnt an Kraft, wenn sich die Freundschaft zwischen dir und deinem Pokémon verbessert. Es überliegt natürlich deine freie Entscheidung, ob du sie einsetzen möchtest oder nicht. Ich überlasse die Entscheidung dir und wünsche dir eine Reise voller Abenteuer. Ja, tschüss. Klasse, ich wusste gar nicht, dass der Professor technische Maschinen hat. Vielleicht war er in jüngeren Jahren selbst ein Trainer? Nun gut, Lukas. Betrachte mich als deine Motorin. Ich habe schließlich mehr Erfahrung als du und außerdem bin ich die Assistentin des Professors. Ihr nach. Jetzt fühlen wir uns erstmal ein bisschen durch. Braucht eigentlich gar nicht, aber egal. Dieses Gebäude mit dem roten Dach ist das Pokémon-Center. Pokémon, die im Kampf verletzt wurden, werden hier geheilt. In den meisten Städten findest du ein Pokémon-Center. Das Gebäude mit dem blauen Dachdruck ist der Pokémon-Supermarkt. Dort kannst du Items und Medizin kaufen und verkaufen. Lukas, du fängst gerade als Trainer an, daher wirst du noch nicht viele Dinge kaufen können. Aber du solltest dich nicht stören. Das sollte dich nicht stören. Was? Oh, was hätte ich jetzt vergessen, Lukas? Musst du nicht deinen Eltern Bescheid geben, dass du Professor Eibe bei der Erstellung des Pokédex hilfst? Du wirst weit reisen und daher solltest du ihm Bescheid geben, finde ich. Aber bevor du das tust, heile zuerst deine Pokémon im Pokémon Center. Damit wird dein Weg sicherer. Jetzt muss ich los. Mach's gut. Ja, ja, tschüss. So, ich gehe auch direkt gleich mal erstmal Scheiße hier machen. Das mal hier unten. Ich glaube, da unten mein Ei. Sobald ich weiß, noch aus Platin. So, entschuldigt wirklich den Ruckel mit der Musik. Das ist der Foto 219 jetzt. So. Wir haben ein Gegengift gefunden. Sehr schön. So, wenn Leute Audiobook haben, müssen jetzt erstmal für den Antworten sein. So. Aber wisst ihr, was ich jetzt vorhabe? Ich kaufe gleich mal ein paar Pokébälle und fange mir Starter-Pokémon. Willkommen! Kann ich helfen? Ja, gleich, wir kaufen Pokébälle. Ich kaufe mal 10 Pokébälle oder 8. Oder 10, ja, okay, 10. Pokéball und davon 10? Das waren 2000 Pokédollar, ja? Wie schön. Wo ist das Pokébälle? Du bekommst als Bonus noch einen Primärball. Ja, tschüss. So, wir gehen jetzt aber natürlich zuerst nach Hause und sagen unseren Eltern Bescheid. Mutti! Dann gehe ich erstmal Starter fangen. Und sehe der Blabla, und sehe der Weichheit, glaube ich. So. Okay, das war gerade Fail, der Pokémon hier. Aber aktuell kann ich es besser nur nicht bieten. Sorry, Leute. Ne? So, zwei Plattor. Na was, Mori, jetzt? Du wolltest mich sprechen oder ich wollte dir was an hier sagen? Willkommen zu Hause, Lukas. Geht es hier mit deinem Pokémon? Und ich treffe es auf. Genau. Was ist denn, Lukas? Nein, Professor Eibe hat jetzt so eine wichtige Aufgabe anvertraut. Oh Schatz, viel Glück. Ich stehe hinter dir. Oh richtig, Lukas. Ich habe hier etwas für dich. Ja, für das Tagebuch. Sein Tagebuch. Hier werden deine Ereignisse eines jeden Tages aufgeschrieben. So kannst du immer nachlesen, was du zuletzt als Berufung getan hast. Wow, eine Reise voller Abenteuer. Ich bin eigentlich Kind. Du bist nicht allein. Du hast dein Pokémon dabei. Ich wäre so gern an deiner Stelle. Ich mache nur Spaß. Wirklich, Lukas. Ich bleibe hier und du gehst, genießt dein Abenteuer. Denn wenn du neue Dinge erlebst und Sachen lernst, dann bin ich auch glücklich. Aber komm ab und zu nach Hause. Denn ich würde gern all die Pokémon sehen, die du gefangen hast. Tut mir leid, aber ist mein kleiner Semin hier? Nein. Oh, nein, ist er nicht. Oh, dann ist der wohl schon aufgebrochen. Was mache ich denn jetzt nur? Irgendwo rief nur, dass er zu einem Abenteuer aufbrechen würde und weg war er. Er ist dickköpfig und rücksichtslos. Aber wollte ich, dass er das hier mitnimmt.
Mach dir keine Sorgen. Lukas wird es nicht bringen. Das machst du doch nicht mal, Lukas. Klar. Oh, wirklich? Das würdest du für mich tun? Lukas, dann bring dies bitte meinem Semi. Ich hatte das Paket. Mach's gut, Lukas. Genieß dein Abenteuer. Ich muss kurz überlegen. So wie ich meinen Jungen kenne, ist er bestimmt direkt nach Jubelstadt gegangen. Bitte bring das meinem Semi. Sehr schön. Okay, tschüss, Modi. Und das war's dann auch, würde ich sagen, mit dem zweiten Part von Let's Play Pokémon Lally Platin. Und dann, ciao, bis zum nächsten Part. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. All around the world.